Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spotscar GT, das Lieblingsspiel von mir. Ich tue mal kurz mein Mikrofon richten, ja, sollte man eigentlich vor der Aufnahme machen, aber ich bin ja so ein Noob. So. Ich versuche mal heute ruhig zu sitzen, damit das nicht immer so klingt, so leise und lauter. Ist dann schon ein bisschen blöd. Und ja, wir sind hier stehen geblieben. Wir haben jetzt genug Zeit. YouTube funktioniert jetzt wieder ganz normal. Oh, ist mir ein bisschen zu laut hier. Jetzt mach ich mich leiser. Okay, dann gehen wir mal einfach auf Rennen. Och, die Strecke ist auch ganz okay. Oh ja, mal gucken, wie unserer jetzt abgeht. Ah, ich habe den ganzen Anti-Aliasing Mist und so ausgemacht, weil es mir nichts bringt. Ich habe ja gedacht, vielleicht könnte das ja die Ursache sein. What the fuck? Bin ich gerade in sein Rad gefahren? Egal. Dankeschön, Dankeschön. Ne, das bleibt direkt mal in der Aufnahme drinne. Das tue ich nicht als Fehl rauscutten. Und wenn doch, dann wird das halt eine Kompilation. Ne, ihr wisst ja, was das ist. Falls ich hier mehrere Mal fehle, dann wird das halt dann so alles zusammengeschnitten, wo ich exakt gefehlt bin. So. Ich habe einfach nur Bock auf das Spiel, obwohl es Sauspiel ist. Ich hab Bock. Deswegen spiele ich das jetzt auch. Weil, damit es gut wird, müsste man die Dinge freiwillig machen und nicht gezwungen sein. Das ist genauso beim LPen. Das ist genauso auch, wenn man ein Spiel macht. Weil der schwarze BMW, Mercedes, wollte ich schon sagen. Die Strecke ist voll easy eigentlich. Ich kann die eigentlich ganz gut. Scheiße, jetzt bin ich kurz rausgefahren. Aber ja. Außer sollte er ein bisschen erinnern. Die Autos sehen so schick aus ohne Mist. Guckt euch mal den BMW da hinten. Guckt euch mal den BMW an. Die sieht doch voll geil aus irgendwie. Ich weiß nicht wieso, das sieht einfach nur geil aus. Ah, verdammt. Ich weiß immer noch nicht, warum mir das Spiel so stark am Herzen liegt, warum das einfach nur so ungeheuren Spaß macht. Ich weiß es nicht. Oh, hier müsste man immer aufpassen, weil hier hebt manchmal das Auto ab. Und bei Regen, genau, bei Regen muss man hier aufpassen. Zack, noch in der ersten Runde, erster geworden ungefähr, ja. Hier gibt es eigentlich nur sehr wenige Stellen, wo man bremsen muss. Mit meinem GT1 Auto raus ich hier eigentlich mit Vollgas, fast nur. Außer zwei Stellen, die wie da vorne die Kurve, die jetzt kommt, muss ich bremsen. Und die Kurve weiter hinten, diese ganz scharfe. Ja gut, zum Glück nur die Karosse, nicht so wie letztes Mal wie das Rad. Ja, mach mal hin. Oh Mann, Alter, Selin, was soll denn die Kacke? Durch die BMW an, sieht er nicht geil aus. Ich weiß nicht. Im Real Life sieht er natürlich noch besser aus. Das ist jetzt schlecht, also hier auf der Geraden kann man übelst geil eine Höchstgeschwindigkeit erreichen, aber da ich meine Karosse beschädigt habe, wird das wohl nicht so gut klappen. So, perfekt abgebremst, perfekt überholt, fast. Verdammt, was habe ich denn da? Scheiße, ich sollte mich nicht ablenken. Einen Moment. So, okay, gut. Ich weiß jetzt die Uhrzeit ungefähr. Ich weiß auch, wann ich aufhören muss. Eigentlich muss ich ja nicht auf die Uhrzeit gucken. Ich höre ja nach jedem Rennen auf. Oh ja, das ist meine Lieblingsmusik. Piss dich, du bremst hier deswegen. Das ist eine Verkehrsbehinderung für mich. Ich glaube, den Selin, den müssten wir im Beluft tun, weil wir haben den ja ein bisschen länger. Bei GTQ war so Schwachsinn, für die drei Rennen so viel Geld in den zu investieren. In GT2 werde ich dann auch was investieren in das Auto. In GT2 gibt es natürlich wieder schnellere Autos, oh yeah! Und auch bei der GT2 habe ich, als ich mein Auto voll aufgetunt habe, habe ich gedacht, ach, das Auto kann hundertprozentig bei GT1 mithalten. So mache ich dann Saison, ja, mit dem GT2 Auto. Bam, sind sie wieder alle schneller als ich. Ich dachte, ich spinne.
geil, die Musik ist einfach nur geil. Ach, ich muss es einfach nur genießen. Neuer Kursrekord. Applaus. A new world record. Ach ja, zum Glück ist auf diese Musik hier kein Content oder so. Ich meine EA, ich glaube, das hat nicht EA gemacht so richtig. Also das heutige EA ist bestimmt die Entwickler, die das Spiel gemacht haben, sind bestimmt heute nicht mehr bei EA oder so. Ja gut, EA hat es ja nur gepublished, Entwickler war ja Image Space Corporation. Die machen ja noch Spiele. R-Faktor. Ach, da wollte ich auch noch mal reingucken. So. Ja, ist immer gefährlich so zu bremsen und dann zu lenken. So, und ich habe mir auch, ich laber jetzt auch mal ein bisschen was anderes außer nur von dem Spiel, weil ein Let's Player muss es auch können, ein bisschen so. Ja, yeah, meine Kostenkurs. Wäre natürlich besser, wenn ich nicht in den Graben gefahren wäre. Und zwar, ich weiß, das passt hier einfach nicht rein, weil ich wollte jetzt Age of Empires anlabern, aber wir sind ja eigentlich bei Sportscar, Rennspiel und Strategiespiel passt nicht. Aber mein erstes erfolgreiches LP war Age of Empires, deswegen denke ich, dass die meisten mich nur deswegen kennen. Und ja, Age of Empires. Haben schon ein paar gefragt, ja, machst du einfach mal so ein Video zwischendurch von Age of Empires und das könnte kommen. Also wenn ich mal Lust habe, ich sag euch nur, wenn ich Lust habe, weil ich bin im Internet bin ich ein Noob. Ja, bin schlechter als Noob als im Internet. Ich weiß nicht, ob die Leute mich dort verarschen, indem sie dort in die Noob-Räume reingehen oder ob ich wirklich so schlecht bin. Ich glaube, ich bin wirklich so schlecht. Ja, muss ich noch ein bisschen üben. Na, Übung macht den Meister halt. Ich habe gedacht schon, dass ich eigentlich so Mittelskill bin, aber nee, ich bin halt noch Noob. Ja, hätte ich nicht erwartet, aber naja. Gibt halt immer ein besseres Spieler als ich. Ja, gibt auch überall Spiele, außer hier Sportscar. Also. Multiplayer habe ich das Spiel noch nirgendwo gesehen. Also, wenn das Spiel jemand hat, würde ich mal online mit dem spielen. Multiplayer. Fucker. Toll, ich bin so ein dumm Graben. Rain. Oh ja. Die Musik ist einfach nur genial. Ah, seht ihr es? Das meine ich. Bin in den reingefahren. Und gleich danach versuche ich wieder das wieder gut zu machen und versaust dann nochmal doppelt. Das hat sich einfach nicht verändert. Ah, ich glaube auch, dass es bei Sportscar GT wieder so viele richtige Überpros gibt. Das sind halt immer diese Typen, die so, zum Beispiel bei Age of Empires, die einfach nur die Scheiße durchsuchten, Tag und Nacht. Und das so intensiv spielen und das so beherrschen. Ich meine, bei Age of Empires 2 und bei Age of Empires gibt es ja immer diese Truppenbonus, also gegen welche Truppe ist gegen was gut. Und das kriege ich einfach nicht in meinen Kopf rein alles. Und die haben bestimmt sich den Zettel rausgenommen, den, wo es alles draufsteht, haben sich das alles gemerkt und ja. Also, ja, das ist einfach unglaublich, was manche machen, aber ja. Dafür sind sie dann halt gut in Age of Empires, aber ich meine, ich würde sowas persönlich nicht so machen, so ein Spiel intensiv spielen, dass ich alles andere da weglasse. Naja, muss nicht sein, wenn man alles anderes weglässt. Fuck you. Oh yeah, Musik ist geil. So, ich mach noch eine Runde. Und dann war's jetzt für den Part. Haha, Scherz, nein. Ich mache noch eine Runde und dann versuche ich in dieser letzten Runde, also nach dieser Runde, mache ich ja noch eine Runde. Und da versuche ich
so viel wie möglich an Vorsprung zu gewinnen. Weil ihr habt ja oben schon gelesen, dass mein Benziner ist. Dass ich wenig Benzin habe. Ach ja, Demi, ist es wieder Zeit, schlafen zu gehen. Es ist schon echt zu spät. Nein, es ist nicht zu spät, es ist erst um 8. Aber 8 aufnehmen ist schon richtig spät für mich, also das kann schon sein. Wow, sollte mal besser auf die Straße aufpassen. Ich gucke jedes Mal runter auf diesen Balken, wo steht, wie weit hier derjenige entfernt ist und so ein Mist. So, elegant überholt, zurück von außen. Aber ich meine, bei der Strecke da kann ich mir relativ schnell einen Vorsprung aufbauen, weil die Computer da bremsen, wo es eigentlich unnötig ist. Aber auf schwer, ich glaube, da bremsen sie auch, bloß die kommen dann noch, sind dann noch einen Ruck schneller. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich wieder das Mikrofon 1 mm näher zu meinem Mund geführt. Nicht in meinen Mund, zu meinem Mund. So, dann gehen wir mal tanken und gleich mal meine Karosse beheben. Alter. Die Boxenstopp mag ich nicht, so abbremsen, sonst fährt er mir hier wieder gegen die Wand. Hat das doch gepackt. So wie das eine Mal beim BMW. Wie der dort gegen die Wand gekracht ist, dass ich im Boxenstopp gefahren bin. Ja, überhol mich nur. Aber ich schlepp dich nicht mit meinem Seil ab, wenn du hängen bleibst. Ja, mach das. So, Abkürzung genommen. Sollte man natürlich nicht machen. Aber, ey Mensch, wenn wir abkürzen, dann richtig, ne? Nein, oh, Pussy, ey. Zum Glück habe ich noch abgebremst, ey. Sonst wäre da bestimmt wieder so ein Karossenschaden. Ach, ich mag das Spiel einfach nur. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das liegt. Wenn ihr das Spiel kennt oder halt gerne spielt, so gerne wie ich, dann verratet mir doch euren Grund. Ich finde keinen richtigen Grund. Ich meine, ich weiß es einfach nicht. Es macht einfach nur Spaß, keine Ahnung. Und Frust habe ich hier eigentlich sehr wenig. Obwohl ich mal aus den Kurven komme. Oh, böse Lags, böse Lags. Jetzt fängt das schon wieder an, ey. Kann doch nicht sein. Was ist denn los? Ich glaube, ich muss mal irgendwann mal wieder meinen PC neu aufsetzen, ohne Mist. Das ist so nicht zu fassen. So, wow, okay, besser auf die Straße passen. Wieder unten auf diesen Scheißbalken geguckt und da passieren die meisten Unfälle bei mir. Kurz unaufmerksam und dann bams, bist du schon an der Mauer. So, Nummer 1. Danke, dass du meinen Platz warm gehalten hast, aber ich möchte dann doch lieber selber an der einsamen Spitze sein. Ey, die haben wirklich hier bestimmt einen 200-Liter-Tank hier. Fuck. Ja gut, 2 Minuten noch und der ist ja so und so vor mir, also hole ich das schon ein. Ach, ich muss noch ein bisschen lernen. Mit dem Auto so richtig gut um die Kurven zu kommen. Kann ich eigentlich, aber ich glaube, ich kann das noch schneller mit dem Auto. So, bremsen. Tschüss. Jetzt fährt er in die Box. Es ist so sinnlos, in den letzten 2 Minuten in die Box zu fahren. Oh. Ja, hier wäre ich fast. Nein, 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 nein. Oh, zum Glück ist das hier da, sonst wäre ich jetzt voll dagegen gekracht. Erster, lalala. So. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich euch mal mit zum Qualifying hier. Kinder. Vielleicht nehme ich euch mal mit. Aber ich mache ja derzeit noch kein Qualifying, weil ich das eigentlich noch nicht brauche eigentlich.
Eigentlich. Und eigentlich fängt eine Lüge an, aber ist mir eigentlich egal. Eigentlich. Lüge. Lüge. Nee, ich brauch das nicht. In GT3, GTQ und vielleicht noch ein paar Rennen, bei GT2 brauche ich das nicht. Bei GT1, dann gehe ich dann doch auf Nummer sicher und mache das Qualifying. Aber ich frage mich echt, wer guckt sich das an? Ich fahre 15 Minuten lang im Kreis. Wer soll sich das angucken? Ich verstehe es nicht. Ja, wir fahren mal so richtig professionell. Professionell an dem vorbei. Vielleicht ist es auch einfach nur daran, dass man versucht, hier so ordentlich wie möglich zu fahren. Gibt es hier auch eine Hupe? Ich glaube nicht, ne? Ah, Licht an. Lichthupe, da ist Polizei! Machen die immer in Russland so, wenn da, wenn... Ey, Mann! Dumm? Machen die in Russland immer so, wenn da Polizei steht und die kontrollieren gerade, dann geben die eine Lichthupe, die Fahrer. Dann weißt du so, aha, da steht Polizei, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Die rasen doch so und so alle rum, das ist genauso wie in Polen. Da rasen sie auch, ey. Und das ist jetzt, ohne Mist, das ist wirklich so. Jedes Mal, wenn ich durch Polen fahre, dann düsen sie wie die Dummen. Und dann sind auch Haufen Kreuze am Straßenrand, weil die dann alle verunglückt sind. Das ist dann kein Wunder, finde ich. Nein, du machst die Runde jetzt nicht. Sieg! 38.000, so, machen wir irgendwas an unserem Auto. Ja, unser nächstes Rennen ist Chatham. Wieder nur 10 Minuten. Ja, echt praktisch hier. Noch zwei Rennen, dann brauchen wir eigentlich nicht so viel. Was kann man machen? So was Billiges, so unterm 10.000er Bereich. Kupplungsscheibe, Getriebe. Wie gesagt, das Getriebe finde ich so sinnlos. Mein Auto kommt nur kaum an die Grenze vom fünften Gang. Das finde ich dann übelst sinnlos. Ach, was ich euch noch zeigen will. Werkstatt, genau. Hier verändere ich nichts dran, aber ihr seht, hier kann man richtig viel einstellen und das könnte vielleicht jemanden interessieren. Vorderreifendruck, ich finde sowas Sinnloses, aber die haben es einfach nur drinne. Nee, das ist schlecht. Ja, ich lasse es alles so, weil wenn ich da was verändere, dann... Hier, guckt euch das an. Ist doch übelst geil, oder? Front Spoiler, habt ihr alles dabei? Jo, Aufhängung. Antrieb, was kann man da machen? Ja, hier seht ihr die Umdrehungen. Oder? Sind das die Umdrehungen? Ich weiß es gar nicht. Und sonstiges hier. Starttreibstoff könnte ich natürlich auf 0 machen. Bin ich natürlich sau leicht, aber ich komme nicht voran. Lass mal. Bremsbalance, Gewichtsverteilung. Ey, das ist einfach genial. Muss ich immer mal so sagen. So, dann verabschiede ich mich von diesem Part und dann sehen wir uns beim nächsten Part, Leute. Ciao.